Runde. Ansonsten müsste man über den Hoffnungslauf, denn auch die roten Zweiten haben ja am Ende noch Chancen. Freistoß Finnland, Freistoß Jari Litmanen. Hyppie! Jonathan Johansson, nochmal Hyppie und das Tor! Das sieht nicht so gut aus mit dem Gewinn für die Türkei. Hanno Tihinen, ein Debütant, heute sein erstes Länderspiel von HJK Helsinki. Mächtiges Durcheinander in der türkischen Abwehr. Überhaupt keine Zuordnung, Erdal. Ja, also der stand ganz frei und das darf natürlich nicht passieren. Und das gibt natürlich einen Rückschlag wieder, was wir uns nicht gewünscht haben. Und das wird jetzt natürlich umso schwieriger. Denn so frei darf man gerade vor dem Torhüter die Gegenspieler nicht lassen. Haben wir ein bisschen Nummernsalat hier. Der Mann mit der 2 war Ali Eren. Von Beşiktaş. Macht auch sein erstes Länderspiel heute. Ja, richtig. Der hat jetzt also sehr gute Entwicklung hinter sich. Der hat lange... Jetzt wollen wir mal sehen, wie die Entwicklung in der Abwehr der Türkei ist. Das ist ja fast schon desaströs für die Gäste hier. 2-0, Mika Matti Patelainen, genannt Miksu, auch völlig frei auf dem Weg Richtung Rüştü. Und dann mitten hinein ins Glück Patelainen, der 32-Jährige, der bei Hibernians Edinburgh in Schottland spielt. Gerade aufgestiegen ist in die schottische Premier League. Ja, den viele hier in Finnland gar nicht mehr sehen wollen in der Nationalmannschaft würden heute. Denn das ist ja untypisch für Richard Müller-Nielsen, das macht er normalerweise nicht. Man muss ja auch ganz klar erkennen, für die Finnen ist das ja auch die letzte Chance, um auf Platz 2 mindestens noch hervorzupreschen. Und da müssen sie ja natürlich was tun. Und da war eigentlich... Sergen, die Parade von Niemi und das Tor für die Türkei. Sehr gestärkt gefordert. Hakan Şükür. Das ist sein Länderspieltor Nummer 25. Niemi kann nicht mehr rankommen an diesen Kopfball. 3-2 führt die Türkei und der Schütze heißt Taifun. Sergen, Zuckerpass, das ist die Entscheidung. Ja. Und das ist der Mittelstürmer. Aber wiederum der tödliche Pass von Sergen gespielt in den Rücken der Abwehr, in den Lauf des Stürmers. Besser kann man ihn nicht spielen. Das ist wirklich genial, was Sergen macht. Also warum soll man sich über solche Summen dann noch unterhalten? Der Mann ist einfach genial. Das sind Summen nur noch zweitrangig. Hakan